Hat's gemacht. Da runter geplumpst. Bis da rein. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch in Saalbach-Hinterglemm den Bergstadl-Trail. Dafür müsst ihr auf dem Hackelberg-Trail hier rechts abbiegen. Das ist ungefähr auf dem ersten Drittel. Die Ausfahrt übersieht man gerne, also achtet drauf. Und der Bergstadl-Trail ist ungefähr 2,5 Kilometer lang und wird als schwer geratet, was ich auf jeden Fall auch zutreffend finde. In diesem Sinne, habt Spaß beim Zugucken, ich hoffe euch gefällt's und schreibt doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr auch schon hier runtergefahren seid und wie ihr den Trail findet. Oh, was war das? Guckt euch mal diese Aussicht an. Das ist schon echt brutal. Und hier links geht's weiter. Ah, man kann es ja gut fahren, es geht schon. Ja, selbst hier bremse ich. Selbst ich bremse hier mal ein bisschen mehr runter. Das ist schon echt steil, ey. Aber so richtig. Macht schon extrem viel Spaß. Servus. Schon ein geiler Trail, ne? Auf dem Film überhaupt nicht so rüberkommt, dass man hier fast schon übers Lenkrad geht. Aber nicht schlimm. Das war schon echt hart, das Stück gerade eben. Hier nicht für Wanderer zugelassen, aber die interessiert es ja nicht so sehr. Tatsächlich sollte man, wenn man so gefallen ist, erstmal ein bisschen liegen bleiben und gucken, ob einem nicht irgendwas wehtut.
Denn meistens steht man so ein bisschen unter Schock. Ja. In meinem Fall würde ich auch sagen, dass es so war. Und dann verdrängt man auch, dass man Schmerzen hat. Also Ja. ein bisschen ruhig bleiben in dem Moment und auch nicht gleich übereifrig weiterballern. Ja, so fällt man halt mal einen Berg runter. Jo, Freunde. Ich habe mal einen Abstecher in den Wald gemacht. Alles gut, alles gut. Alles gut. Alles gut. Ohne gute Regenscheine. Hat's gemacht. Aber ich werde jetzt mal hochgehen und weiter gucken. Da runter geplumpst. Bis da rein. Ich bin schon mal gefahren, deswegen ärgert es mich so dermaßen. Tut richtig weh jetzt alles irgendwie. Zum Kotzen, ey. Schon wieder verdreht. Ach ja. Dann hoffe ich mal, dass das nicht nochmal passiert. So, Freunde, ich werde jetzt ganz gut machen. Ich werde es aber, glaube ich, drin lassen hier alles. Damit ihr wisst, wie gefährlich der Trail ist. Ich bin ihn schon gefahren. Und trotz dessen mich da so ein bisschen auf die Fresse gelegt. Der Arm tut weh. Aber genießt noch die Abfahrt. Tatsächlich gar nicht mehr so hart in Erinnerung. Verdammt steil. Oh, fuck. Ich merke auch gerade, dass ich aus Angst viele Fehler mache. Nicht.
wird da so vorbeifahren, einfach da so und dann eine droppen. Ja, ich normalerweise auch. Aber da ich vorhin über ein Lenkrad geflogen bin. Ohne. Alter, das tut echt weh. Aber das ist. Das bist du vorhin auch gefahren, oder? Ja. So, ich bin's. Wenn man es jetzt so sieht, nicht gefahren. Tatsächlich. Wenn ihr das im Film gesehen habt von der X-Line, hat es mich da heute schon auf die Fresse gelegt, bei nichts und wieder nichts. Dann hier auf der. Und ich merke, dass ich nicht konzentrierter werde. Also werde ich jetzt nichts riskieren. Und ich denke, wenn ich unten bin, dann war es das für heute. Alles gut, ich werde nur noch langsam runterjuckeln. Festhalten und runter. Das ist sehr geil. Sehr cool fährst du das. Alles gefahren? Ja, ein bisschen Füße abgesprungen, aber. Ja. Das ist Fahrskill. Das ist was ganz anderes wie X-Line, oder? Es ist ein bisschen Trial, Hinterrad umsetzen, gute Spur finden. Oh fuck. Ja, muss ich ja kurz Fuß absetzen. Thank you.
Krass, Mann. Das ist richtig tough, ey. Das ist so krass. Schwer, das Eck vorne. Ja. Ich bin mega happy über meine Sicherheitsausrüstung, denn ich bin voll auf dem Rücken geknallt, aber ich spüre da nichts. Also geile Ausrüstung, das ist schon mal viel wert. Ja, ich würde sagen, mache ich jetzt ein kleines Resümee. Was ihr nicht mitbekommen habt, weil ich es auch nicht gefilmt habe, ist, ich war oben schon ziemlich fertig und hatte, glaube ich, so einen kleinen Hitzeschlag. Bedeutet, ich habe alles ein bisschen grisselig gesehen. Und ich denke, man sollte dann nicht mehr irgendetwas Schwieriges fahren und es einfach gut sein lassen. Genauso wie ich das jetzt tue. Ich fahre jetzt einfach unten rum und nicht über die Trails, weil ich fertig bin. So, das muss man sich dann irgendwann mal eingestehen können. Bin ich ziemlich schlecht drin, gebe ich ja zu. Aber man muss sich das halt auch mal eingestehen. Und ich finde, dass der Bergstadl-Trail ein richtig geiler Trail ist. Aber man sollte fahren können und wissen, was man tut. Und ich meine schon, dass ich weiß, was ich tue und auch weiß, wie ich mein Fahrrad zu positionieren habe. Aber einmal nicht aufgepasst und vielleicht hat mich auch der Mut verlassen. Ich muss es gleich nochmal analysieren. Und dann liegt es halt auf der Fresse. Und mal gut, dass nichts passiert ist. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich denke schon, dass ich es hochlade, einfach aus dem Grund, weil es ist nicht immer so, dass alles gut läuft. Und sowas sollte man ja auch mal für die Zukunft festhalten. Dann wünsche ich euch alles Gute und wenn ihr kaputt seid, hört auf zu fahren, relaxt, trinkt dann lieber vielleicht noch ein Bierchen. Das ist deutlich gesünder. In diesem Sinne, schönen Tag noch und alles Gute. Vielleicht packe ich den Sturz nochmal rein. Es ist ganz witzig gewesen. Ciao, ciao. Oh, fuck.